Heute was zum Thema Lieblingsspielzeuge der Kindheit. Da will ich euch gleich mal was zeigen. Habe ich schon mal vorgestellt, aber die zeige ich jetzt einmal, weil es zum Thema passt. Das ist sowas gewesen hier, die Sekiden Automatik, das ist sogenannte Kugelstoßer oder Erbsenpistole. Da haben wir ja oben Erbsen eingefüllt oder es gab so silberlackierte Tonkügelchen und mit einem Federkatapult im Inneren wurde dann hier unten rausgeschossen, da sind die Erbsen rausgeflogen, aber natürlich aufeinander geschossen, peng, peng. Ist auch echt was gegangen, weil die Kugeln sind rausgeflogen. Das Ding meine ich heute aber nicht, aber schaut euch gerne nochmal das Video an. Vielleicht verlinke ich es euch, wenn ich es noch finde, unter meinen 2300 Videos. Heute geht es um sowas Ähnliches. Ich habe also in so einer Box gekramt, nach einer alten Uhr gesucht, die ich mir anschauen wollte. Und da habe ich ein Stück gefunden, mit dem ich früher wahnsinnig gern gespielt habe, kann man so sagen. Heute sieht man es überhaupt nicht mehr. Ich habe gleich mal nachgeschaut auf eBay und ein bisschen gegoogelt. Auch auf YouTube fast nichts zu finden oder so gut wie gar nichts. Und zwar geht es um dieses Teil hier aus Zinkguss, eine sogenannte Kartoffelpistole. Die hat noch mehr fasziniert wie der Kugelstoßer, weil die im Prinzip funktioniert hat wie eine echte Pistole. Man konnte da die Trommel rausklappen. Da war eine Patrone drin, eine Kartusche. Da kam hinten ein Zündblättchen drauf, so eine normale Kapsel, Papierkapsel. Die gab es auf Endlosrolle oder auch einzeln. Und vorne war ein Stanzer. Da hat man sich so eine Kartoffelscheibe in 4 mm Stärke ungefähr runtergeschnitten und hat dann mit der Patrone da reingestanzt. Die Kartoffel blieb dann da vorne drin. Hinten kam das Zündblättchen. Dann kam die Patrone wieder in die Pistole rein und wurde nachher über den Lauf verschossen. Die war so stark, wenn ich mich erinnere, dass sogar Zeitungspapier durchschlagen hat. Da hat man sich natürlich gegenseitig traktiert mit diesen Dingen. Die hier schaut jetzt fürchterlich aus. Die ist oxidiert vom Pulverdampf und der Lack blättert ab. Die werde ich ein bisschen restaurieren. Heute war ich unterwegs im Spielzeuggeschäft und habe geschaut, ob es diese Kapseln noch gibt, diese Spielzeugpistolen. Null. War nichts zu finden, nur so elektronische Peng-Peng-Gewehre oder so Transformer-Kanonen. Sowas in der Art ist nicht mehr angesagt oder nicht mehr erwünscht. Aber auf eBay habe ich gesehen, dass so eine Kapsel noch verkauft werden, die aufgerollten auf der Papier. Und da muss ich mal schauen, ob ich so eine herbekomme. Die einzelnen Blättchen gibt es nicht mehr. Dann könnte ich euch die mal in der Praxis vorstellen. Die werde ich jetzt mal reinigen, sauber machen, frisch lackieren und ölen und auf die Seite legen. Und sollte ich mal zu solchen Kapseln kommen, dann werden wir mal einen Test machen. Hat man die mal auf Fensterscheiben geschossen, hat dann immer einen Fleck gegeben oder wie gesagt die besagte Zeitung durchgeschossen, gegeneinander duelliert mit den Dingen. Ich glaube so um die 3,95 haben die damals gekostet. D-Mark, Lone Star, Gambler nennt sie das Ding. Gut, dann fange ich jetzt mal an, dass ich das Ding mal sauber mache. Die Oxidation von dem Zinkguss runterschleife, die frisch lackiere. Mit der Stahlbürste ein bisschen sauber machen, die Mechanik ist auch ein bisschen verkommen. Mal mit Nähmaschinenöl ölen und dann legen wir es auf die Seite und sobald ich zu solchen Kapseln komme, werden wir das in der Praxis testen. Ich sage danke fürs Zuschauen, wird ein Teil 2 geben. Hab's heute probiert mit den Kapseln, hat nicht funktioniert, muss ich erst kaufen. Wir werden sehen, ob das klappt. Ciao!
jetzt einen Lauf putzen mit Stahlwolle. Die 50 Jahre alten Kartoffelrückstände. Einmal das Patronenlager. So, jetzt geht's zum Lackieren. Sauber entfetten mit Verdünnung. So, jetzt ist sie wieder schön. Sieht wieder fast so aus wie vor über 50 Jahren. Und wartet auf einen Test. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.